Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Doom Eternal The Ancient Gods Part 2. Die zweite Episode, in der letzten haben wir das zweite und finale Story-DLC angefangen. Wir sind hier beim Weltenspeer, wo auch immer das sein soll, in so einer Art, ja, mittelalterlichen Stadt. Erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Unreal 1. Und ja, es sind schon ein paar krasse Kämpfe gewesen. Ich habe gerade schon gesehen, ich habe keine Munition mehr. Keine Munition mehr für die Arabaleste oder wie das Vieh heißt. Und darum, jetzt kommt aber gleich ein fetter Kampf. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt möglichst schnell wieder an Munition kommen, wenn hier dieser Kampf startet. Mal sehen, ob irgendwas... Oh. Nein, 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 nein. Machen wir jetzt das Creature-Zombie, das Creature-Zombie nicht kaputt. Oh. Okay, es hat geklappt. Es ist selber kaputt gegangen. Bewegen. Das war gerade ein Verzweiflungstat, weil hier war überall dieses lilane Scheißzeug auf dem Boden und damit konnte man sich nicht bewegen. Aber war hier nicht noch irgendwo BFG-Munition? Oder hatte ich mir die schon geholt? Scheiße, die hatte ich mir schon geholt. Okay. Aber ist dann so. Da konnte man sich echt, weil hier überall dieses lilane Zeug und dann kann man nicht springen und nicht dashen und das war mir da irgendwie zu viel. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja, die BFG-Munition hatte ich mir geholt. Aber hatte ich mir dieses Leben da geholt? Ich glaube nicht. Scheiße, kommt man nochmal zurück? Das müssen wir mal schnell checken. Ob ich mir da noch irgendwie dieses Leben holen kann, was da ist. Da hinten. Muss man ja irgendwie rankommen. Toll. Nee, habe ich mir noch nicht geholt, das Leben. Sieht man da irgendwie, wie man rankommt? Nee. Kacke, das hatte ich mir auch beim ersten Mal gar nicht richtig angeguckt. Ah, doch da. Hier runter, so wie es aussieht, oder? Nee. Es ist ja im Prinzip direkt hier. Ne, die Tür muss irgendwie aufgehen. Man muss irgendwie die Tür aufkriegen. Es ist ja direkt hier drunter, unter diesem hier. Warte mal, da war ein Slayer-Symbol gerade. War dumm. Hier war gerade irgendwo ein Slayer-Symbol. Hier. Hat das irgendwas zu sagen? Nee. Okay, dann ist, glaube ich, egal. Dann ist das halt einfach so. Dann kommen wir da gerade erstmal nicht ran. Machen wir erstmal weiter. Jetzt habe ich wenigstens wieder Munition mit der Knarre hier. Sonst irgendwas vergessen bisher? Ne, sieht nicht so aus. Nur ein Leben. Okay, dann gucken wir doch mal. Wow. Okay. Oh, nice. Erstmal den Quad Damage genutzt, der da auf einmal hinter mir gespawnt ist. Oh, hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand. Hier kann ich so ganz komisch irgendwo oben drauf stehen. Auf irgendwas Unsichtbarem.
Jetzt brauchen wir wieder Munition für die Knarre. Das geht irgendwie echt schnell alle, muss ich sagen. Ist hier irgendwas? Nee. Wo? Aber hier ist doch bestimmt irgendwo was. Nö. Schade. Aber sieht cool aus, das Vieh. Ist das so ein Race oder wie die hießen? Diese, die man im Hauptspiel in Doom Eternal... Oder war es in Doom Eternal? Oder war es in Doom 2016? Wo man diese roten Kristalle von den Rays auf in Argent nur zerstören musste. Ich glaube, es war sogar Doom 2016. Mein Sohn wurde vom Fluch befreit. Und ich büße für meine Sünden. Jetzt haben wir einen Hammer bekommen. Kein Schwert mehr, aber einen Hammer. Ja, der Sohn von ihm, von diesem Verräter oder wie der hieß, der war ja, glaube ich, das Icon of Sin. Der hat irgendwie seinen Sohn geopfert oder so. Und dadurch ist sein Sohn zum Icon of Sin geworden. Setze den Wächterhammer ein, um Dämonen zu betäuben und deine Munition wieder aufzufüllen. Traktiere Gruppen von Dämonen, um die erhaltenen Ressourcen zu maximieren. Um seine Anzeige zu füllen, musst du Schwachpunkte treffen und Dämonen via Glory Kill erledigen. Okay. Zerstöre den Schwachpunkt. Führe ein Glory Kill bei einem Dämon aus. Jetzt haben wir ihn aufgeladen. Stopp, Hammerzeit, stand da gerade. Drücke M, V. Um mit dem Wächterhammer Dämonen in der Nähe zu betäuben und deine Munition wieder aufzufüllen. Stopp, Hammerzeit. Aha, okay. Der Wächterhammer kann nicht nur Munition wieder auffüllen, sondern auch die Effekte deiner Ausrüstung verstärken. Kombiniere den Wächterhammer mit der Eisbombe für mehr Gesundheit. Kombiniere den Wächterhammer mit dem Flammenspeier für mehr Rüstung. Geil. Einfrieren plus Wächterhammer, Gesundheit plus plus. Okay. Nice. Verbrennen plus Wächterhammer gleich Rüstung plus plus. Das hat jetzt irgendwie nicht geklappt, oder? Nochmal. Nice. Das ist irgendwie geil. Ich habe auch wieder volle Munition mit allem. Aber braucht man für den Wächterhammer nur zwei Sachen machen, um den aufzuladen? Das wäre ja krass. Uiuiui. Geist. Der Geist ergreift Besitz von Dämonen. Das weiß ich schon. Und macht sie so zäh. Töte den besessenen Dämon, damit der Geist und bla bla bla. Okay. Es ging nicht aufs Richtige, war das Problem. Oh.
Oh, zwei Tyrants, okay. Jojojojojo, Schild mal, Leute. Ich habe gar keinen Hammer gerade. Okay. Nice. Ah, war das ein Stress mit zwei Tyrants. Kam auf einmal. Aber der Hammer ist irgendwie cool. Der macht schon Bock. Der scheint halt die großen Dämonen stunt er. Und die kleinen Dämonen killt er aber auch sofort. Das war dann nicht ganz so krass stark wie das Schwert. Aber auch irgendwie geil. Vor allem, wenn man die ganze Zeit seine Munition und Armor und so richtig fett mit dem wieder aufladen kann. Ja, das ist irgendwie cool. So, haben wir in der Arena hier irgendwas? Nein. Okay, dann weiter. Das Spiel läuft auch zumindest für mich gerade deutlich flüssiger als beim letzten Mal noch. Ich habe die Grafik ein bisschen runtergedreht. Aber ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist. Stonehimp. Der Stonehimp ist gegen die meisten Waffen immun. Er kann verwundet werden mit der Vollautomatik-Mod der Kampfshotgun. Wächterhammer. Töte ihn mit der Vollautomatik, um Munition für die Shotgun zu erhalten. Okay. Dann müssen wir da doch mal die Mod drauf machen. Okay, dann haben wir jetzt leider nicht mehr die andere Mod. Natürlich schade. Gucken wir mal, wo der Stonehimp ist. Die rollen irgendwie so rum. Ja, man kriegt aber auch direkt Munition für die Shotgun dann sofort wieder. Also man muss den mit der Shotgun töten. Aber man kriegt dann auch sofort Munition für die wieder. Das ist wirklich nice. Das heißt, man muss mit der Shotgun sozusagen gegen die kämpfen. Aber man hat auch andererseits unendlich Munition. Oh, scheiße. Man hat andererseits aber auch unendlich Munition damit. So gesehen. Solange man es immer schafft, auch so ein Vieh zu killen. Das ist natürlich nice. Okay, das heißt, wenn ab jetzt die Stone Imps kommen, dann müssen wir den Mod sogar in der Shotgun drin lassen, wenn ich nicht die ganze Zeit im Kampf wieder die Waffenmods wechseln will. Das heißt, wenn jetzt mal Kekko Demons kommen, müssen wir die hier mitkillen. Mit der Arabaleste. Da kam ich her, oder? Ja, okay. Ist hier irgendwas? Da ist ein Leben da oben. Okay, dann müssen wir da mal hin. Nein, da hat nicht ganz gereicht. Na, da ist aber so ein Punkt. Jetzt hatte ich kein Dings mehr. RIP. Ich finde es interessant, dass hier die ganze Zeit alle Armor-Pickups immer neu spawnen. Das ist interessant. So, mit dem Knopf können wir dann da oben das Ding aktivieren. Oder das Spawnpad, eins von beiden. Ah, beides. Okay, ich sag noch, wir können entweder das oder das aktivieren.
toll. Warum konnte ich das jetzt nicht erneut benutzen? Was ist denn das für ein Beschiss? Ey, wie viele neue krasse Sachen hier in dem DLC drin sind. Stone Imps, der Wächterhammer, Armored Barons, Screecher Zombies. Mal gucken, was hier ist. Ist hier irgendwas? Nein, ups, nein. Okay. Warum stehen da zwei Wächter? Was ist denn jetzt los? Die Fackel der Könige. Sie zu entzünden, lässt jedermann wissen, dass ein Krieger zum Weltenspeer aufbricht. Hier, und die beiden Wächter müssen da so lange stehen, dass vielleicht in 10.000 Jahren mal ein Typ vorbeikommt, um die Fackel anzuzünden. Das haben die richtig gut gemacht. Sieht so richtig ölig aus, die Flüssigkeit da. Die korrumpierten Priester untersagen die Nutzung dieses Signals. So es noch freie Stämme in Argentinur gibt, werden alle dieses Licht sehen und wissen, was deine Mission ist. Wir sind noch einen Tagesmarsch vom Weltenspeer entfernt. Nope, es ist unser Reittier, Drachi. Nice. Der Doomslayer reitet einfach mal auf einem Flugdrachen. Jetzt wird's aber abgedreht hier in dem DLC. Doch kein Tagesmarsch mehr. Der hat sogar auch das Slayer-Symbol auf der Stirn. Sie sind nicht der Einzige, der diese Mission erfüllt sehen will. Wenn Sie den dunklen Fürsten besiegen, wird jeder Dämon außerhalb der Hölle vernichtet. Da ist schon mal wieder ein Hammer-Pickup. Okay, dann gucken wir doch mal. Hammer habe ich momentan voll. Shotgun ist auf Auto-Mode. Ups. Aus irgendeinem Grund denke ich, ich muss die Karte gedrückt halten. Irgendwie haben wir noch so gut wie gar keine Pickups gefunden. Komisch eigentlich, ne? Aber da ist eine Automap kurz vor uns. Hier ist ein Sprungpad. Okay, hier kommt gleich ein fetter Kampf durch. Was der Hammer für Geräusche macht. Ein fetter Kampf, so wie es aussieht. Ja, da geht's los. Junge, kann ich auch mal treffen, bitte? Oh, nein! Jo, und die rollen einfach mal auf einen zu.
Der schielt ja einfach nur da, oder was? Oh, ist da gespawnt? Okay, wo einmal anders kann ich ausnehmen. Okay, das klappt doch gut. Das war gar nicht so schlecht. Okay, mit dem Hammer kann man die relativ lange stunnen, dass die ihre Armor, glaube ich, nicht so schnell wiederkriegen. Oh, hier sind richtig krasse Sprungpads. Warum habe ich die nicht genutzt? Ja, das war gerade fies, dass da so viel Unsichtbares und was schnell auf einen zuscharged war. Also da waren ja die Stone Imps und dann noch Spectres. Da war viel, was schnell zu einem hinkommt. Das war fieser Kampf. Darf ich da runter? Nee, sieht nicht so aus. Aber hier irgendwie so oben rechts ist was. Da oben drin. Ah, guck mal da. Da ist was. Komme ich da hin? Uiuiui. Jetzt bin ich aber leider voll das umgangen, wo ich eigentlich hin wollte, oder? Ach nee, da scheine ich noch hinzukommen. So wie es aussieht. Da oben leuchtet irgendwas. Eigentlich wollte ich wieder zurück in die andere Richtung. Okay. Komme ich jetzt wieder dahin? Da ist die Automap. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich komme da wieder hin. Kommt da einfach mal ein scheißiger. Einfach mal ein scheißiger Cyberman-Cubus. So, Automap ist schon mal gut. Jetzt sehen wir alles. Das heißt, da haben wir sogar Leben. Hier, irgendwie. Okay. Die Munition nehmen wir auch. Da haben wir das Leben. Two up. Yes. Toll, und jetzt ist es ausgegangen dadurch. Was ein Wishes. Ah, ich kann es mir aber einfach so holen. Okay, passt. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir hier auch den ersten Codex-Eintrag. Das ist das Bild von diesem Weltenspeer. Der Weltenspeer war vor Millionen von Jahren der göttliche Lebensfunke auf dem schlummernden Planeten Adventnur. Der Speer rammte aus unerklärlichen Gründen aus den Tiefen des Universums in den Planeten und durchbohrte ihn von Pol zu Pol. Kurz nach dem Aufprall erschienen die engelsgleichen und mächtigen Geschöpfe, die wir heute als Geister kennen, und sie ließen überall auf der Welt das Leben erblühen. Es bleibt ein Rätsel, ob der Speer die Geister im Planeteninneren freigesetzt oder ob er sie mit sich gebracht hat. Die Macht der Geister erschuf das Volk von Argent Nur, das die Geister und den Speer als heiliges Relikt verehrt. Macht fließt weiter ungehemmt aus dem Speer, erfüllt die nahegelegenen Länder mit Magie und verwandelt wilde Tiere in mächtige Bestien. Seit Jahrhunderten wurde kein Geist mehr gesichtet, aber Gerüchte halten sich, dass einige von ihnen im Weltenspeer überlebt haben. Ein höhlenartiger Krater umgibt die riesige Struktur und verhindert, dass unwürdige Reisende Zutritt finden. Okay, ja, keine Ahnung, was der Speer so wirklich ist. So, jetzt ist die Frage, kommt überhaupt noch irgendwo mal der andere Codex-Eintrag? Der wird hier nämlich nicht angezeigt. Und wo ist der Rest der Map? Oh, vielleicht haben wir einen Codex-Eintrag verpasst. Müssen wir mal gucken, ob wir den dann noch irgendwie wieder kriegen. Weil am Ende der Karte geht ja immer... So, wohin? Okay. Am Ende der Karte geht ja immer... Oh. Geht ja immer das... Oh, nice. Kommen wir daran? Hier nicht. Am Ende der Karte geht ja immer die Schnellreisefunktion auf. Okay, das hat geklappt. Secret. Gut.
Oh, das spawnt sogar nach. Das, guck mal, wie viel Munition kann man maximal haben? Ich glaube, das war nur 60, oder? Gucken wir nochmal. Ja, das war nur 60, scheiße. Aber jetzt sind wir wenigstens wieder oben. Auch gut. Oh, Feuer. Toll. Oh, oh. Sichtbar. Scheißige Pinkies. Okay, zum Glück waren hier so viele Blood Punches. Ich habe zwar alles an Armor verloren, was ich hatte, aber egal. War hier irgendwas? Nee. Aber ich dachte schon, warum hält er sich da nicht fest? Der Sack. Müssen wir auch noch timen. Alles klar, hat geklappt mit dem Timing. Oh, guckt mal an. Was ist denn das jetzt? Orange. Was heißt denn orange? Gucken wir uns die Arena erstmal an. Hier haben wir einen Hammer. Wir haben da hinten nochmal einen Hammer. Da, genau. Da ist noch ein Hammer. Und sonst einfach nur... Oh, keine Pickups. In keinster Weise irgendwelche Pickups sonst hier. Keine Armor. Keine Armor. Keine Lebenspunkte. Gar nichts. Okay. Eskalationsbegegnung. Oh. Die Eskalationsbegegnungen sind Begegnungen mit zwei Wellen, deren Schwierigkeitsgrad sich steigert. Nur die zweite Welle ist optional. Okay, schließt die erste Welle ab, erhältst du eine Verbesserung für den Wächterhammer. Schließt du die zweite Welle ab, erhältst du eine kosmetische Belohnung. Okay, vielleicht kriege ich da irgendwie eine Maniküre oder eine Pediküre. Okay, dann wollen wir mal... Nee. Doch irgendwas Kleines. Oh nein, den da. Verpiss you. Was geht jetzt ab? Komm mit dem Spiel. Nein.
doch bisher ganz gut. Der muss weg. Boah, alle knacken sind alle. Jo, okay. Da zwischendurch wieder ein bisschen geruckelt. Eskalationsbegegnung abgeschlossen. Wächterhammer-Verbesserung. Dämonen, die von Wächterhammer-Slam getroffen werden, hinterlassen mehr Munition. Okay. Juiuiui, das war reingehämmert, habe ich da als Achievement bekommen. Ja, das war eine krasse Eskalation hier. Aber hat Bock gemacht. Also wenn man den Wächterhammer zwischendurch gut nutzen kann, dann ist das, glaube ich, echt OP, dass man immer wieder Munition bekommt und Armor und Lebenspunkte und so. Wir machen aber auf jeden Fall... Oh, cool. Wir machen auf jeden Fall auch noch die zweite Eskalationsbegegnung. Achtung, wenn du mit dem zweiten Blutnest interagierst, löst es eine noch schwierigere Begegnung aus, die nur für die geschicktesten Slayer gedacht ist. Die Begegnung ist optional, aber wenn du sie abschließt, erhältst du eine kosmetische Belohnung. Scheiterst du, kannst du es noch einmal probieren. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Hier geht's schon mal direkt los. Nein. Jo, was ist da denn alles, ey? Ist doch irgendwie jetzt hier oben. Ich hänge irgendwie total fest. Zu viele Explosionen sind, ruckelt das Spiel irgendwie ein bisschen. Nochmal ein Männchen so? Okay. Habe ich hier gerade einen Archweil gesehen? Oh, da. Oh, Scheiße. Nein, warum hat er nämlich nicht gesprungen? Der ist weg. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist weg. Okay, jetzt muss ich irgendwie erstmal wieder klarkommen. Nein, kein Treibstoff mehr, scheiße. Hier ist immer noch ein Archweil, oder?
Okay, ich muss irgendwie an diesen Archweil da ran. Okay, er ist weg. Gut. Tyrants, das war so klar. Und auch noch ein Doomhunter. Okay. Und zwei Doomhunter, alles klar. Und zwei Tyrants. Okay. So sieht das also aus, Leute. Dann eins nach dem anderen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber eins nach dem anderen. Würde ich gerade sagen, der müsste ja eigentlich gleich tot sein. Okay, jetzt ist es komplett verbuggt. Boah, ich häng fest. Okay. Wo ist dieser? Okay, der lebt da, ist der Doomhunter. Gut, der nächste ist auch schon mal weg. Passt. Okay, der ist auch weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir den irgendwie loswerden. Kritischer Schaden, das ist sehr gut. Okay. Easy. Es ist immer gut, zwischendurch Glory Kill zu machen, dass man seinen Hammer wieder auflädt. Yes! Haha, Eskalationsbegegnung abgeschlossen. Weltenspeer-Slayer haben wir bekommen. Links, rechts und Deluxe Edition würdig durch Erreichen von Ancient Gods Part 2 Meilenstein. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. War zwar zwischendurch mal echt eng, aber wir haben es geschafft. Boah, war aber auch krass, oder? Die haben einem zwei Archwilds, glaube ich, waren es. Ein Baron of Hell. Dann Doppel Doomhunter und Doppel Tyrant. Uiuiui. Hier waren schon ein paar krasse Encounters und so bei. Aber ich glaube, wir haben das ganz mittelsouverän eigentlich hinbekommen. Alles. Ich habe zwischendurch, glaube ich, ich muss mich mehr darauf konzentrieren, mehr Glory Kill zu machen, damit ich den Hammer öfter auflade. Der Hammer muss öfter aufgeladen werden. Weil das ist wirklich OP, was der kann. Und ja, mal sehen, ob wir es beim nächsten Mal irgendwie besser hinkriegen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber auch erstmal eine Pause. Hat wieder mega viel Bock gemacht, das Level. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Ich bin schon echt gespannt auf die nächste Episode. Ich denke, ich werde jetzt auch sofort weiterspielen. Und denkt dran, die Aufladungen unseres Wächterhammers sind vielleicht irgendwann mal alle, aber...